Spoilern. Tja. So, nach meinem Rundumschlag gegen die Kreativen dieser Nation und andere ist es schon wieder Nacht geworden und ich frage mich natürlich so langsam, was ich da noch machen muss, damit hier alles wieder gedeiht. Oh. Oh, was ist denn da? Hallo. Ist ein Zombie. Ein Zombie mit dem Kürbis auf die Kopf. Stirb, elendiges, untotes Vieh. So, Schwanisch voll aufgeladen. Aber die mögen mich trotzdem, auch wenn ich ihnen kein Futter bringe. Nö. Hängt es auch hier los. Ach ja, hier wollen wir ein Haus drüber bauen. Und die Stallungen müssten eigentlich mit ins Haus rein. Das heißt, wir brauchen eigentlich total viel Holz. Fällt mir dabei so auf. Wir bräuchten total viel Holz. Weil wir ja von unten direkt so in das Haus reinlaufen wollen. Das war ja so der grobe Plan. Und auch da mit der Erde sieht eigentlich schon gut aus dafür, für dieses Unterfangen. Das hier jetzt sieht so direkt nicht so prickelnd aus, aber es kommt noch. Ach, das ist ein Skelett. Ist mir egal. Ja. Ich bin ihm auch egal. Die beste Kombination. Oh, ein Creeper. Ja. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Ja, eigentlich. Ja. Ja, eigentlich müsste ich doch hier jetzt noch was wegnehmen. Jetzt ist man hier so. Na, komm her, Mistvieh! Nicht alles kaputt springen hier. Ha! Tot ist es. Ha, 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 ha. Einfach zu Tode gepocht. So. Hier vorne auch mal schon weg. Weil wir haben ja doch relativ viel Holz, haben wir ja. Aber das Problem ist, wir brauchen ja jetzt auch alles von ein und der gleichen Holzsorte. Ne? Sonst sieht das ja wieder beschämend aus. Weil alles so kunterbunt durcheinander. Also es sei denn, man verfolgt da so einen größeren Plan. Und der größere Plan will mir gerade nicht einfallen. Außer Zombie hauen. Ja. Ruhe in Frieden, mein Freund. Da haben wir den Zombie auf die Mütze gehauen. Ja, und ich glaube, wir sind inzwischen angekommen in dem dritten Teil und auch letzten Teil dieses Let's Plays. Also dritter Teil von dieser einen Aufnahme. Ich wette, während ich nachgucke, ob ich mich denn nicht irre. Nein, ich irre mich nicht. Wir sind da mittendrin im gar letzten Teil. Und da ich mich nicht irre, also nie, könnte ich ja jetzt nochmal sagen, also in der einzigartigen Art und Weise, wie nur ich es euch sagen kann, was wir da hören. Und wir hören nämlich immer noch im Hintergrund neben viel mehr Minecraft-Geräuschen, dank eines Mods zum viel mehr Minecraft-Geräuschen machen, hören wir Nico Posse oder Nico Posse mit seinem Album Otros Desnudos. Desnudos. Will immer Mentos sagen. Aber es hat nichts mit Mentos zu tun. Ne. Schnüff. Schnüff, schnüff, schnüff. Gib mir ein Schnüffeltüch. Nee. Ah, wenn man hier so Berge so natürlich zurückbauen möchte, ist das voll anstrengend. Ich hab jetzt schon wieder diesen ganzen Berg hier abreißen.
Echt anstrengend mit diesen Bergen, sage ich euch. Dann stehen die da immer im Weg rum, wo man gerade bauen will. Na gut, Berg ist jetzt in diesem Fall auch übertrieben, aber für den Berliner ist alles ein Berg, wo man hochlaufen, fahren kann. Also es ist unabhängig von der Höhe. Es ist alles Berg. Also unser Kreuzberg, das ist so mehr der Huckel auf dem Dorfanger, woanders. Aber der, bei uns ist halt ein Berg. Das ist halt, weil wir sind hier doch etwas weg von den Gebirgen. Deswegen ist jede Erhebung automatisch ein Berg. Deswegen baue ich auch nur Berge ab. Also wo andere sich wahrscheinlich sagen, die aus den Hochalpen kommen. Okay. Vielleicht nicht genau in dieser Art und Weise. Oh mein Gott, da ist ja Partystimmung angesagt. Ist der da auch noch dabei? Mann. Hier ist ja richtig Party. Der nächste ist auch schon da, ja. Das ist der dritte. Dammit. Und jetzt hat er unsere Tiere hier befreit. Was ist das? Was ist das? Ist ja zum Mäusemelken. Fast tot bin ich auch noch. Ach, ein Waspel noch. So. Wart essen. Nicht weglaufen hier. Noch schöner. Verdammt, was ist das hier alles? Ihr seid mein Essen, nicht weglaufen. Komm her, Schnitzel. Tja. Das ist auch noch ein Vieh. Ja. So. Zombie ist auch noch da. Ja. Lecker Papa. Naja, mussten wir die Ernte dank des Creepers ein bisschen früher ein. Das kann halt auch nicht passieren. Können wir gleich mal gucken. Ach, jetzt sind die da alle runter in den Gang. Unglaublich. So. Müssen wir dann gleich mal wieder hier reparieren, einen neuen Zaun holen und so. Ja. Doofes Schwein. Immer aufs Schwert zurennen. Das ist immer die beste Idee, wenn jemand da mit so einem Knüppel vor einem steht. Immer drauf zurennen. Oh, da ist ja noch ein Creeper hochgegangen. Das war schon ziemlich knapp eben gerade, oder? War so kurz vor Exitus. Aber gut. War ja auch ein bisschen zu viel Gerenne jetzt in der Dunkelheit. Aber wir haben es überlebt. Auch dieses Mal wieder. So, habe ich denn alles gesagt, was ich sagen wollte? Ich habe gesagt, dass wir Musik hören. Gesagt, von wem die ist. Habe mich darüber aufgeregt, dass der Creeper mir hier meinen Zaun kaputt gemacht hat und daraufhin alle Tiere geschlachtet. Ist halt so, also wenn die erstmal mit Sprengstoff so leicht in Berührung gekommen sind, muss man die auch ziemlich gleich verzehren. Das ist nichts mehr, was man so lange aufheben will. Es steigert nicht unbedingt die Fleischqualität, finde ich. Und du kriegst auch irgendwie mehr. Also der Payback-Faktor ist jetzt höher.
wenn man das so macht. Das ist nur zur Erklärung für die, die jetzt noch nicht so lange Minecraft spielen. Das ist halt so, ne? Muss man so machen, geht gar nicht anders. Dieser Tee ist wirklich lecker. So. Ja, machen wir hier mal noch ein bisschen frei. Ja, sowieso unser Haus drauf. Das ist, dafür müssen wir immer noch Bäume anpflanzen. Das muss ich immer noch machen. Vielleicht pflanze ich die auch erstmal hier an oder da doch wieder rüber. Naja, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall, hier kommt noch ein Klötzchen hin. Wir brauchen hier auf jeden Fall wieder einen neuen Zaun. Weil unsere Gatter hier... Ja, das können wir auch gleich mal hier ändern. Das war doof. War sowieso doof hier baut hier. Ach, das können wir es gar nicht mitnehmen. Was haben wir denn hier noch? Melonenkerne. Ach, wir haben so viel Melone. Ja, was brauchen wir noch nicht? Verrottetes Fleisch würde ich gerne mitnehmen. Feuersteine. Feuersteine brauchen wir auch erstmal nicht. So. Also dann nehmen wir hier das ganze Gatter erstmal wieder weg, bis wir unser Haus haben. Dann können wir uns die Sache auch neu überlegen. Cool. Beim Abbauen eines Klötzchens schickt es ein Event rüber ans Nachbarklötzchen, dass es weg ist. Und dieser Event wird von Türen verstanden als Gizu. Super. Ja, wieder mal so eine physikalische Besonderheit, ähnlich wie das Wasser in Minecraft. Das fließt ja auch physikalisch gesehen auf ganz eigenen Bahnen. Muss ich jetzt mal so sagen. Eigentlich muss ich das nicht sagen, ich sag's trotzdem. Und außerdem sehe ich gerade, wir sind am Ende des Albums angekommen. Von daher mit dem Abriss dieses schönen Zaun-Experiments hier endet es für heute. Oder für diese Aufnahme. Nächste gibt es dann demnächst. Und ich verbleibe bis dahin mit meiner liebgewonnenen Grußbotschaft. Bis dennchen. Bye, bye.